Schon häufig war von der Rückkehr des verlorenen Sohnes die Rede. Vor 6 Jahren musste er wegen einer abgeschriebenen Doktorarbeit zurücktreten. Und heute wird Karl Theodor zu Guttenberg vom CSU-Chef wieder herzlich empfangen. Auf Seehofers Wunsch hin soll er die CSU im Bundestagswahlkampf unterstützen. Ich bin dem Karl Theodor sehr dankbar, dass er ein Teil dieser Mannschaft ist und uns in der einen oder anderen Veranstaltung unterstützen wird. Das halte ich für ein sehr nobles Angebot. Er strebt ja jetzt keine Position an, sondern er will seiner Familie helfen, seiner CSU. Konkrete Pläne gäbe es noch keine. Auch gemeinsame Wahlkampfauftritte mit zu Guttenberg hält Seehofer für denkbar. Der Baron selbst will seine Expertise in der Außenpolitik einbringen. Ich glaube, die spielt nicht nur im Wahlkampf eine Rolle, sie spielt generell politisch eine Rolle und eine wachsende. Und wenn man einen bescheidenen Beitrag dazu leisten kann, für diese Familie, dann gerne. Ob zu Guttenberg eine politische Zukunft in der CSU hat, lässt Seehofer offen. Seine Auftritte in Bayern werden aber durchaus als Test gesehen, wie er in der Öffentlichkeit ankommt.